Beim Schadentalk am Donnerstag haben wir vor allen Dingen über das Thema Arbeitszeitwerte und Rechnungen diskutiert. Wir fragen heute am Stand nach bei Audatex Auto Online, wie es sich denn eigentlich aus Sicht eines Kalkulationsanbieters verhält, wie man mit dem Thema umgeht. Bei mir ist Erik Jahn. Erik Jahn ist Leiter Prozesse, Systeme und Kundenservice. Sie haben die Diskussion verfolgt. Arbeitszeitwerte ist ein Problem in den Betrieben. Wie geht ihr damit um als Kalkulationsdatenanbieter? Also in der Regel übernehmen wir diese Werte von den Herstellern und Importeuren. Wir haben weltweit ca. 600 Datenentwickler, um die Frage von Herrn Nietzschmann zu beantworten, die weltweit auch diese Daten entwickeln. Wir in meiner Einheit lokalisieren sie dann für Deutschland, bringen die entsprechenden deutschen Teilepreise dazu und führen auch die Diskussion in der Clearingstelle. Wir haben ja in Deutschland eine Clearingstelle, es gibt die Interessensgemeinschaft für LAC, IFL, in der neben dem ZKF und dem ZDK auch die Interessensvertreter der Datenlieferanten, das sind DAT, Schwacke und natürlich wir als Audatex Auto Online vertreten sind. Da sind die Sachverständigenorganisationen vertreten und diverse andere Interessensgruppen. Und wenn eine Werkstatt dort Probleme oder Abweichungen, die nicht tragbar sind, meldet, dann führt das IFL ein entsprechendes Clearing mit dem Hersteller zu. Jeder von uns alleine hat vielleicht nicht die Durchsetzungskraft, um diese Diskussion zielführend zu führen, aber mit der geballten Kraft haben wir im letzten Jahr 450 dieser Fälle auch lösen können. Nichtsdestotrotz gibt es immer ein größeres Gap zwischen den tatsächlichen Reparaturzeiten und den Zeiten, die als Vorgaben in den Kalkulationssystemen gilt. Wir haben eine Umfrage gemacht vor einigen Wochen zu dem Thema. Da war ganz klar, dass die Abweichungen zunehmen. Und viele Betriebe haben das Gefühl, das ist auch beim Schadentalk so gelaufen, dass das, was getan wird, zurzeit nicht ausreicht. Also da kann ich nur appellieren, ich mich dem Robert Peintinger von gestern anschließen. Liebe Betriebe, wenn ihr diese Auffälligkeiten habt, sucht besonders Demonstrative heraus, tütet die beim IFL ein und wir werden auch alles dort in unserer Macht Stehende tun, um das mit den Herstellern gemeinsam diskutieren zu können und dort zu Veränderungen zu kommen. Jeder von uns alleine schafft das nicht. Und je elektrifizierter das Auto wird, je mehr Assistenzsysteme und ähnliche Dinge reinkommen, umso komplexer wird die Thematik. Und das können wir nur gemeinsam für den deutschen Markt stemmen. Habt ihr das Gefühl, dass das IFL die Möglichkeit überhaupt hat, die Hersteller zu überzeugen oder trifft man da eher auf verschlossene Türen? Nein, ich glaube, mit der geballten Macht, wenn quasi alle Reparatur- und Händlerwerkstätten zusammen mit den Sachverständigenorganisationen, der TÜVs, der DEKRAS, der SSH, zusammen mit Schwacke, DAT und Audatex Auto Online, zusammen mit weiteren Interessensvertretern, mit den Herstellern an einem Tisch sitzt, dann passiert da auch was. Da aber passiert tatsächlich heute schon was oder ist das eher in der Zukunft beabsichtigt? Aufgrund der wenigen Meldungen passiert halt nur da was, wo wir Meldungen erhalten im IFL. Okay, also das heißt, die Aufforderung von der Seite Audatex Auto Online als eben auch Mitglied im IFL ist schon, dass man dort mehr sich engagiert. Zu nutzen, diese Clearingstelle zu nutzen, weil wir, sage ich mal, an der Stelle, ja, Automotive Kompetenz haben, aber nichtsdestotrotz gerade bei neuen Modellen und Nachfolgermodellen erstmal auch dem Hersteller glauben müssen. Wir haben bisher auch noch nicht die Technologieparks wie ein AZT oder so, um das alles verifizieren zu können in der Praxis. Und die, die es am besten können, die tatsächlich, wir sagen das im Neudeutsch so schön, das Proof of Concept haben, das sind die Werkstätten, die es umsetzen sollen, müssen. Aber am Ende des Tages müssen sie es so umsetzen, dass sie ihre Garantie und ihre Gewährleistung für die Reparaturleistung auch erbringen können. Letzte Frage. Ist nicht auch ein Kalkulationsdatenanbieter wie Audatex in der Pflicht, die Daten vorher auf ihre Richtigkeit selbst zu prüfen? Denn die Daten kommen ja von den Automobilherstellern. Das würde aber bedingen, dass wir tatsächlich jedes dieser Autos, jedes dieser Fahrzeuge selber reparieren lassen müssten, um tatsächlich die empirische Verifikation, die Überprüfung hinzubekommen. Da ist keiner mehr in der Lage, das alleine eigenständig hinzubekommen. Vielleicht selbst die Hersteller nicht mehr. Das müsste man mit denen mal ansprechen. Da, wo wir Auffälligkeiten haben, da, wo wir merken, dass größere Datenblöcke zum Vergleich zum Vorgänger wegfallen oder da, wo exorbitante Steigerungen sein sollten, da diskutieren wir natürlich mit dem Hersteller. Aber das sind, sage ich mal, 5 Promille, die durch diese Art von Überprüfung
gefunden werden. Da, wo neue Verfahren, ob das Aluminiumverarbeitung, ob das Klebetechniken oder selbst das Einstellen von den neuen Xeon- oder Laserscheinwerfern ist, da sage ich mal, liegt bei uns auch die Fachkompetenz noch nicht in der Form vor, dass wir gucken können, ob das 7 oder 9 AWs sind. Da muss die Praxis zeigen, was geht und was geht nicht. Okay, also es ist so, dass man sich kümmert um das Thema Arbeitszeitwerte, aber es wird wohl ein etwas Sisyphus-Arbeit sein, um da genauer hinterzukommen. Wir bleiben dran und werden auch mit Autotex Auto Online und anderen Anbietern im Gespräch bleiben. Wir sind mit Volldampf dabei. Vielen Dank. Danke.